Ich mache ein kleines YouTube-Intro. Wie immer, ihr kennt das. Nicht dazwischen quatschen, bitte. Vielen Dank. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Hier wieder Hunter the Call of the... Ach, nein. Okay, wir müssen es nochmal machen. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier von eurem Captain Dax. Wir spielen heute wieder Finnland. Wir erkunden ein bisschen die Map. Und ja, mal sehen, was wir so finden. Vielleicht finden wir auch mal wieder ein Dia. Das wäre cool. Ansonsten, let's go. Na, guck doch einfach mal an. Machen wir da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, ne? Blutungsgrad ist auf jeden Fall mittel. Tatsächlich doppelter Lungentreffer. Ging ein bisschen weiter hinten rein. Also, ja. Weil er natürlich auch, er war natürlich im Gehen. Und ich hätte ein bisschen vorziehen sollen. Ich hätte hier so hinziehen sollen. Dann hätte ich wahrscheinlich das Herz getroffen. Da ist er. Ein Dreier. Sehe ich schon vom Weiten. Ich hab Erfahrung. Jetzt die Frage. Ja, er legt sich dahin. Okay, cool. Dann machen wir ganz entspannt. Ich komme von den Elchen nicht weg, ne? Ich komme von den Elchen nicht weg. Das gibt's gar nicht. Das ist, weil die mich hassen und ich sie hasse. Bist du da der Einzige? Sieht mir erstmal danach aus, ne? Ich würde einfach mal reinschießen und mal sehen, was sich da noch so rührt. Zwar ein bisschen tief, aber es hat gereicht. So, er hier ist Silber. Schade, dabei hat er ein schönes Geweih. Es könnte aber ein bisschen... Also es ist sehr hoch, aber nicht sehr breit, ne? So, welcher von beiden ist jetzt der coolere? Da hinten ist noch einer. Der ist gut. Schönes Ding. Beim ersten bin ich mir nicht ganz so sicher. Muss ich gestehen, dass wir den gut getroffen haben. Den habe ich auch nicht weiter beobachtet. Die Zarza Moonlight, also ist ja, Moonlight ist ja glaube ich nur die Farbe, aber die Zarza 308 ist halt perfekt für Weißwedel. Ich muss es euch so sagen, die geht durch wie Butter durch die Tiere. Da kommt keiner von denen kommt wirklich sehr weit. Finde ich auch extrem zielgenau und so, also das... Funktioniert mit der Waffe schon sehr, sehr gut. Ich muss auch gestehen, dass ich bei Weißwede oft einen Herztreffer lande. Ich habe irgendwie ein Gefühl dafür, wo bei denen das Herz ist. Ne? Zack. So, der ist auch Silber. Das ist der, den wir im Drive-By erwischt haben. Ja. Ja. Ein Zentimeter, Millimeter zu niedrig. Schade. Das war wirklich knapp. Da haben wir wirklich an der Herzwand geschrammt. Sehr, sehr schade. Der wäre aber auch noch nicht Gold gewesen. Der wäre auch Silber gewesen. Ne? Naja, was soll's. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Könnte was gewesen sein oder auch nicht. Ja, Single Lunge. Ganz knapp Silber. Also eigentlich ein schlechtes Tier. Ich rede mir den Hals trocken heute. Entschuldigung. Ja. Oh ja. Okay, dann halt nicht. Dreht er mir den Hintern zu. Ich sollte nachladen. Vielleicht kriegen wir mehr als einen. Pff, okay. Digga, was ist mit dir los? So, was haben wir hier? Ein... Goldenen, 227 sogar. Ja, nicht schlecht. Ich hoffe, ich finde alle wieder. So, der ist Silber, 191. Ja, schade, fast Gold. Auch Silber.
217, auch ein schönes Tier. Guck mal, guck mal, guck mal. Jetzt steht ihr alle drei so richtig schön verteilt, weil ihr das wisst. Ihr wisst, ich will euch alle drei wegschießen. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Komm, komm schon, komm schon, komm schon. Ein bisschen. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Komm, 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 komm. Nö. Will er nicht. Dann. Nee, das war alles Müll. Merkt euch das nicht, Kinder. Mein erster Versuch war, ihn in die Wirbelsäule zu schießen, also in den Hals. Aber das hat nicht funktioniert. Der ist Gold, 219, schön. Der ist Silber. Ich kriege ich. Du kommst nicht weit. Habe ich irgendwie Kacke an den Händen oder was? Was ist hier los? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ja. Ja. Ja, sind halt aber alle nicht so gut, ne? Als ob ich jetzt da... Obwohl, der 197er, der könnte schon nicht schlecht sein. Könnte ich den irgendwie von der Veranda aus? Habe ich da einen höheren Blickwinkel drauf? Boah, das würde ein ganz knapper Lungentreffer sein. Da muss ich aber auch wirklich... Das könnte ein tricky Shot sein. Wir probieren es. Wir haben noch eine Kugel im Lauf. Wir probieren es einfach aus. Puh, bin mir unsicher. Wird nichts safe. Ah! Guck mal. Oh lol. Oh lol. Ast hat die Kugel gefangen. Baum. Der Baum ist tot auf jeden Fall. Nicht mit mir, Freundchen. Guck mal, Doppellunge. Safe. Aber er ist leider nicht Gold. Schade. Der ist saftig schmatzig. Hat aber kein Diamantpotenzial. So, von diesem Hügel hier könnte ich den hier vorne zumindest gut schießen. Wird schon ein bisschen zu nah dran, finde ich. Okay. Wenn der sich drehen würde, könnte ich den auf... Also 300 Meter Schuss könnte ich machen. Wenn da keiner davor steht. Ja. Chance nutzen. Baum. Kein Baum. 300 Meter nur hin. Und... Die Elche um ihr Leben laufen. Blockier ihn doch nicht. Er will sich gerade drehen. So, der erste war in den Muskel. Schade. Und der zweite war dann... Oh ja. Ich habe hier vorne auf die Nase gezielt und dann erst geschossen. Und da ist die Kugel reingegangen. War nix. Das könnte was gewesen sein. Gold, schön ins Herz. 204er Wertung. Warum ist der nervös? Achso, weil ich Rückenwind habe. Komm, ich nehme dir die Angst, mein Freund.
So ein Dreier zwischendurch ist nicht schlecht, oder? Ah gut, der könnte auch nur 210 oder knapp 200 sein. Ja, 212, dachte ich mir schon. Ja, ja. Ich sehe das schon am Geweih. Der schwimmt fröhlich im Wasser. Wir haben den See hier wirklich weggeraped. Wir könnten hier nochmal am nächsten See gucken. Ich bin schon wieder auf Elche. Dabei wollte ich meine Elchpause machen. So, auf jeden Fall, der ist hier Silber. Auch schöner silberner Elch. Die sind alarmiert. Nicht mit mir, Fräulein. Was denn jetzt? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich hab dich gerade mit einer Kugel getroffen. Dich auch. Das hast du, die im Flug zu schießen. Es klappt sehr, sehr selten, aber manchmal klappt es auch. So, das Huhn ist in Bronze. Oh, schön. Schön in die Mitte. Auf den Knochen. Nee, auch Bronze. Digga. Das Ding hat ausweichend studiert. Das ist, glaube ich, der kleinere von beiden. Slay. Nee, das ist... Nee, das ist der größere von beiden. Nee, da hinten, da hinten. Ich will ihn doch nur scannen kurz. Alle drei. Das ist der kleinste aus der Gruppe. Der ist Bronze, ja. Für mehr war er leider nicht da. So, alle drei zusammen. Ja. So, er war Gold. Oh, guckt euch diesen kurzen Abstand zu Diamant an. So, Silber. Und ja, guck mal. Schön. So wollte ich ihn treffen. So habe ich ihn getroffen. Schön. Oh, okay, okay. Ja, ich nehme mich sehr gerne mit. Da liegt unser Bär. Gold. Ja, doch, Doppeltlunge. Doch, ganz gut vorgeziert. Schöner Drive-by. Aber ich sehe jetzt hier erstmal keine anderen in Reichweite. Das heißt, wir dürften auch nichts verjagen, wenn wir auf die schießen. Und die stehen halt so wirklich sehr, sehr gut. Nee, doch nicht. Doppellunge. Okay, aber trotzdem gleich gefallen. So, den haben wir Bronze getroffen, weil keine lebenswichtigen Organe verletzt. Schade. In die Wirbelsäule. Oh ja. Oh, oh ja. Das war ein bisschen zu weit vorgeziert, aber lucky, lucky shot. Der sieht lecker aus. Der ist definitiv Gold. Ich würde schätzen 215 bis 220. 209. Okay, okay, okay.
Geweih hat getäuscht. Geweih hat getäuscht, auf jeden Fall. Falls ihr nochmal alle Abschüsse sehen wollt, alle Screenshots, der Link ist in der Videobeschreibung für meinen Discord. Kommt auf meinen Discord, im Channel Erlegtes poste ich alle Abschüsse im Stream und auch in den Videos. Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschüsse präsentieren. Ein Warnruf von einem weiblichen Elch, wenn ich von einem weiblichen Elch einen Warnruf bekomme, kann ich mir eigentlich zu 95% sicher sein, dass da kein männlicher Elch in der Nähe ist, sonst hätte der gewarnt. Und wäre der das Oberhaupt der Gruppe und hätte mich gewarnt. Deshalb bringt es mir nichts, einem Warnruf von einem weiblichen Elch nachzugehen. Weil ich da kein Tier finden werde, was in Wertung geschossen werden kann. Hier unten haben wir eine schöne Gruppe an Weißwedeln. Nachladen bitte. Erstmal alle Trinkgebiete hier zerschießen. Hier trinkt keiner mehr. So, silberner Weißwedel. Bronze. Silber. So, das war hier ein richtiger Weißwedel-Genozid jetzt, ne? So, hier haben wir einen silbernen Weißwedel. Hier haben wir einen goldenen Weißwedel. Das ist das Weibchen, das hat keine Wertung. Hier haben wir einen silbernen. So, du bist Bronze, weil ich habe kein lebenswichtiges Organ von dir verletzt. Oh, okay. So, er hier ist Silber. Du bist auch Silber. Schöner Drive-By. So, guckt euch die Farbe an. Guckt euch die Farbe an. Das ist, definitiv haben wir hier jedes Trinkgebiet. Nein, eins hat überlebt. Ein Trinkgebiet hat überlebt. Das war's auch schon wieder mit unserem YouTube-Video. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel Weißwedel geschossen, auch wieder sehr viele Elche, obwohl ich eigentlich dieses Mal so ein bisschen von Elchen weggehen wollte. Egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß im nächsten Video und ciao.